Hallöchen und willkommen zum neuen Demo-Donnerstag. Wir schauen uns heute mal Flow of War an. Ein Spiel, in dem es ein Strategiespiel darum geht, ja, wie man das so kennt, Häuschen zu bauen, eine Armee zu bauen. Mit dem Unterschied, dass man hier wohl sich nur auf das Häuschen bauen konzentrieren muss, weil alles andere geht automatisch. Es gibt Menschen, Demons und Urtans. Allerdings gibt es in der Demo da keine Möglichkeiten. Ich kann ein paar Computer ausstellen, aber ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal hier volle Granate an, was so abgeht. Ah, hier kann man dann wahrscheinlich generierte Maps erstellen. Wer bin ich in Blau? Das, die Ecke? Das, guck mal, so habe ich doch meine eigene Ecke da unten. Das sieht doch gut aus. Start Game. So, jetzt gibt es auch Musik. Musik gibt es nämlich nur im Spiel. Das habe ich schon mitbekommen. So, und jetzt geht es nämlich los. Genau, meine Leute bauen. Und ich habe keine Ahnung. Aber hier einen Arbeiter bauen kann noch nie verkehrt sein. Und hier unten kann man dann nämlich neue Häuser und sowas bauen. Stadtzentrum, Häuschen. Brauchen mit Sicherheit erstmal ein Haus. Ja, unsere Gegner sind da oben. Und das Ganze funktioniert halt vollautomatisch. Ah, jetzt haben wir schon vier. Also mit jedem neuen Haus kommt wohl auch ein neuer Arbeiter hinzu. Ich meine, ich kann ja auch welche noch bauen. So, was haben wir denn noch so hier? Und okay, das ist wichtig für die Pflanzen und so, wie es aussieht. Wasser, Baracke. Baracke ist mit Sicherheit für, wie heißt es, für Soldaten. Ich finde halt das Konzept lustig. Ich baue hier einfach und der Rest geht automatisch. Also bis auf, dass ich hier noch so ein paar Arbeiter brauche erst, ne? Aber dann brauche ich definitiv auch solche Felder. Hier sind zum Beispiel Felder. Kann ich da hier einfach sagen, ich baue die hier in die Nähe? Ja, und so eine Baracke hätte ich gerne. Baracke, das ist ja mehr so ein Schloss. Ach, guck mal, jetzt gehen die sogar hin und arbeiten da. Und mal hochschielen, was so ein Gegner so treibt. Ah, wenn man sich ausbreitet, dann gehören einem irgendwann auch die Gebäude, so wie es aussieht. Sieht nicht so ein Wurm. Hier so ein Türmchen noch hinpflanzen. Ich glaube, am Anfang ist es erstmal wichtig, wirklich Häuser bauen, damit ich neue Leute bekomme. Kann hier neue Leute ausbauen. Machen wir noch so. Aber wir brauchen erstmal keine Häuser weiter, weil wir haben hier ein Einheitenlimit von 35. Aber ich würde jetzt gerne mal gucken, wir brauchen hier sicher dann auch mal solche Leute. Multi-Shoot Archer, das klingt ja cool. Davon möchte ich gern zwei haben. So, also ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade tue. Ich glaube, das merkt man. Aber die Idee finde ich schon mal geil. Oh Gott, die werden schon angegriffen. Ich habe halt keine Ahnung, ob man das so ein bisschen Warcraft-like spielen kann. Ich kann den anklicken, aber ich kann da nichts machen. Und Healer. Healer könnten auch nicht schlecht sein am Anfang. Ach, gucke mal, eine Goldmine haben wir entdeckt. Das Konzept ist mal richtig lustig. So, ich würde gerne hier oben noch so einen Brunnen bauen. Ja, ich wollte ja mal eine Runde beten. Wir haben ja keine Geldprobleme gerade, deswegen, das sieht ja ganz gut aus. Town Center noch ein zweites, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn hier rüber noch expandieren wird, der Goldmine. So. Dann braucht man definitiv weitere Einheiten. Was ich aber nicht verstehe, seine Einheiten greifen an, meine stehen mehr so dumm rum. Finde ich gar nicht gut. Jungs, ihr sollt doch. Oder es ist. Nee, Defender. Choose Target. Ah. Doch, der ist ausgewählt. Achso, wenn ich jetzt Attack drücke, machen die das vollkommen autonom. Ich verstehe. Oh. Na, kann ich. Retreat. Choose Target. Da bitte angreifen. Weil ich werde hier gerade angegriffen, das finde ich nicht gut. Okay. Da habe ich gar nicht drauf geachtet.
da vielleicht irgendwas kommt von irgendwo. So, hier brauchen wir auf jeden Fall noch so ein paar neue Leute. Könnt ihr bitte den angreifen? Ihr habt doch dieses Kommando, dass ihr den angreifen soll. Ja, jetzt gehen sie. Jetzt machen sie. So, ich muss jetzt erstmal ein bisschen was bauen. Was ist denn das hier für ein... Ne, das ist meine Anzahl an Feldern, okay. Ich kann Legendary bauen, ja, der kostet auch so viel. Ich weiß nicht, ob das schon so sinnig ist. Ich glaube tatsächlich, in diesem Spiel sind Türme extrem wichtig. Ich, warum baut denn der das nicht durchgehend? Sieht das bei denen auch so komisch aus? Ne. Aber das, ach, das verbindet sich dann, okay. Ich verstehe. So, das Ding ist, die greifen jetzt halt auch direkt schon an. Das halt so gut ist. Tweet. Gut. Was haben wir denn hier so? Verteidiger. Hier. Tank. Das klingt doch ganz gut. Hier oben sind halt noch hier Goldminen und sowas. Macht unser Gegner hier oben eigentlich? Der kloppt sich hier mit irgendwelchen Eingeborenen. So wie das aussieht. Ich habe halt das Gefühl, dass der hier bald mehr Stunk machen wird. Ich baue ja schon die ganze Zeit, aber irgendwie wollen meine Leute nicht so richtig angreifen. Das finde ich nicht gut. Oh, mir fehlt Nahrung. Okay, die sind alle noch deutlich kleiner von der Ausbreitung her. Ah, ich glaube, wir haben ja schlicht und ergreifend verkackt. Ich muss jetzt wieder neue Bauern erstmal bauen. Dass ich überhaupt irgendwie an Nahrung komme. So, die werden aber nicht ausreichen. Hier meine Türmchen, die halten nicht stand. Ja, dann ist er jetzt gleich bei mir hier. Nee. Das klappt auf keinen Fall mehr hier. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber das würde ich gerne nochmal probieren. Sollte das jetzt wirklich so sein, dass ich hier das nicht verteidigt bekomme. Warum sammelt denn keiner von euch Heinis Nahrung? Jetzt habe ich mal wieder ein bisschen Nahrung. Könnt ihr mal hier ein bisschen gucken, wie viel hier rennen schon ziemlich viele Worker rum. So, wie sieht es denn so bei den anderen so aus? Okay. Angst ist er ja. Es geht mit Orange ab. Zwei Produktionsgruppen, also Orange und Grün geben sich hier drüben ganz schön auf die 12. Der Arme. Ja, in der Mitte. Auch nicht gerade der schönste Spot. Na ja, gut, es kommt ja eine ganze Armee und das war's. Nee. Das wird nichts, aber die Idee ist das echt cool. Oh, ich weiß nicht, ob ich da spawnen will. Hier wäre ich für mich. Ja. Ja, das probieren wir. Ich glaube, das ist gerade lustig mit ganz vielen Gegnern auf der Map. So, also wir bauen jetzt am Anfang erstmal zwei und ein weiteres Haus. So, und ich würde das gerne so ein bisschen Age of Empires mäßig machen. Vielleicht meine Häuserchen und so dann auch als Mauern nutzen. So, was wir auf jeden Fall auch frühzeitig brauchen. Provides Food, so die Dinger. Ja. Dafür brauchen wir dieses Mal mehr. Kostet eine 1,75. Haben wir gleich zwei. So, unser Häuschen steht. Bis 15 Supply können wir erstmal haben. Wir haben hier oben den Feind und wir haben hier drüben den. Da hoffe ich aber tatsächlich, dass er sich mit Brot anlegt. Ich würde gerne hier so ein bisschen zubauen mit Türmchen und Mauern dann. Das ist jetzt so ein bisschen die Überlegung, die ich habe. So, dann brauchen wir noch ein bisschen sowas. Arbeiter. Zweites Haus. Bauen wir mal hier hin.
Das mit den Türmen war, glaube ich, gar nicht so undumm, weil so ein Turm ist, glaube ich, recht hilfreich. Aber man muss das halt, glaube ich. Wir wollen jetzt ja einfach mal zu. Okay, das sieht jetzt zwar nicht so richtig wie so wie eine Mauer aus. Dann brauchen wir hier noch einen Brunnen. Achso, ich habe gerade, ja, weil gerade keiner gearbeitet hat. Für Wasser. Brunnen auch noch wichtig. So. Holz gab es jetzt eben relativ fix. Ich hätte jetzt schon wieder parallel hier ein paar Arbeiter bauen können. Und jetzt brauchen wir aber unbedingt auch Baracke. Was machen denn? Was machen eigentlich hier meine Arbeiter? Immer schön im Defense-Modus bleiben. Hä? Weil, warum sind denn meine Arbeiter darüber gelatscht? Ich meine, die können auch ein bisschen verteidigen. Aber was machen denn da meine Arbeiter? Ich baue zwei solche Defender. Baue hier weiter. Ich würde gerne hier noch so ein Türmchen hinsetzen. Oh, da drüben kommen auch welche. Aber wahrscheinlich mehr als so ein Defender. Das ist eine Kavallerie. So, die greifen jetzt hier an, aber irgendwie auch nicht so richtig. Schaffen das meine Jungs? Nee, so richtig schaffen das meine Jungs gerade nicht. Aber warum sind denn meine ganzen Bauern amok gelaufen? Oh, ich hab verloren. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Nee. Ja, sowas? Komm, wir probieren das einfach. Weil hier kann ich mir theoretisch nach hinten ausbauen, das irgendwann einnehmen. So theoretisch. So, zwei Arbeiter hätte ich gern. War aber viele Ressourcen in der Nähe. Das ist ja cool. Gleich nochmal zwei Arbeiter. Ach guck mal, hier ist sogar Getreide in der Nähe. Auch ganz wichtig, wir brauchen hier Essen. Essen und Trinken brauchen. So. Ha, da kam wieder ein bisschen Essen rein. Ach, das ist wahrscheinlich immer, wenn das dann quasi voll ist, ja. Gibt es 75 Zeug. So, jetzt brauchen wir erstmal noch ein bisschen Holz. Und dann können wir eine Baracke bauen. Mal gucken. Potenziell. Von wo könnte der Feind kommen? Von oben und von hier drüben. Ich meine, wir können natürlich wirklich versuchen, hier einmal komplett so zack, zack, das Stück für Stück unser Territorium draus zu machen. Vor allem würde ich hier gerne schon mal einen Tower hinsetzen. Aus dem einfachen Grund ist noch meine Goldmine. So ein paar Arbeiter braucht man natürlich auch noch. Und die brauchen natürlich auch ein paar Kohle. Selbstverständlich. Nahrung, das läuft. Wir brauchen jetzt erstmal mehr Holz. Aber da kümmern sich ja unsere Arbeiter. Also ich baue jetzt eine dritte Farm. Ich denke mit drei Farmen. Ach nee, das ist ein Ritter von denen. Okay. Heiler. Der Witz ist, die Heiler kosten mich halt verhältnismäßig nur Nahrung und Gold. Das heißt, wenn ich Heiler und diese Multischuss-Bogenschützen baue, könnten die sich ja vielleicht gegenseitig ergänzen. Das wäre ja gar nicht mal so dumm. Ja. Mein Feld. Ich will hier drüben noch einen Wachturm schon mal haben. So. Da würde ich
gerne hier irgendwie so ein bisschen zumauern, so wie die das gemacht haben, dass sie nicht direkt an den Turm rankommen. Das habe ich nämlich beim Gegner gesehen, der hat das nämlich so gemacht. Oh, die expandieren sogar schon. Aber ich habe ja gesagt, ich kann auch expandieren und sichere mir tatsächlich erstmal hier unten das. Hier sind alle möglichen Vorräte und Sachen. Multishoot Archer, Healer, Shock Archer. Die produzieren hier fleißig weiter. Ihr müsst es jetzt gleich wieder 100% geben. Da gibt es natürlich gleich wieder was. Genau, 100%. Da geht einer hin, alles ab und ich bekomme es. Genau so habe ich mir das vorgestellt. So und nicht anders. So, brauchen wir aber Häuschen. Wir brauchen ein Häuschen. Häuschen. Haus. Haus. Hier noch ein bisschen weiter. Walls bauen. So, und jetzt müssen wir mal überlegen. Die waren ja ganz gut hier, die Tanks. Ich würde gern zwei davon bauen. Ganz ehrlich, ich greife noch keinen an. Die kloppen sich. Ich meine, natürlich, ich könnte, weil hier habe ich noch ein natürliches Schutzschildsystem oben. Ich könnte aggressiv spielen und sagen, ich versuche Grün anzugreifen. Und da ist jetzt nicht viel Richtung Grün. Ich mag es, dass bei mir jetzt mittlerweile auch hier so ein bisschen schon Tumult ist, ein bisschen was los ist. Mal kann man noch ein Haus bauen. Kann ich auch direkt mehrere? Ja. Das ist gut zu wissen. Jetzt zweimal Hauses. Tatsächlich möchte ich gerne hier eine Baracke auch haben, so zur Verteidigung. So, jetzt haben wir nämlich hier angegriffen. Aber das sind die und das sollte doch eigentlich möglich sein gegen diese Ghosts oder was das sind. Denn wir werden mit Sicherheit auch ein paar Dorfbewohner verlieren. Aber wir bauen ja auch an allen Fronten Dorfbewohner nach. Das darf man ja nicht vergessen. So. Gibt es hier irgendwas, was mich Holz irgendwelche anhalten konnte? Die wollen alle Nahrung haben. Okay. Naja gut, das ist ja okay. Aber wir haben hier gut verteidigt. Halt wirklich, wie viel hat der? Wenn der jetzt da runter geht und angreift, dann ist das doch jetzt der Zeitpunkt, wo ich sage, wir greifen Grün an, oder? So, Ziel ist ausgewählt. Und wenn ich jetzt sage, warte, Attack. Ah, dann geht's nämlich los, dann nehme ich hier los. Gut, die greifen jetzt erstmal da unten das an, aber das gibt ja vielleicht Punkte. Oder so, wenn ich das einnehme. So, Multifood Archer, hier bauen wir auch noch ein bisschen was. Hier kann man auch parallel noch ein paar Burger bauen. Das sieht doch schon mal besser aus. Und da wir auch so viel Zeug haben, ich darf halt nicht alle hier permanent arbeiten lassen. Deswegen, weil ich würde hier gerne so und dann lassen wir hier so eine Lücke und bauen uns dann hier so weiter. Weil ich jetzt nicht sicher bin, ob wir hier ein Tor bauen können. Regeln wir das mal über eine Lücke. Türmchen hin. Aber eigentlich sollte hier Grün angreifen. Wahrscheinlich muss man den Angriffsbefehl immer wieder neu geben. Aber das ist halt nice hier hinten. In meiner kleinen Ecke. Nennen Sie jetzt mal die Ecke. Zwei Türme hin. Theoretisch hätte man sogar einen Rückzugsort. Weil hier drüben, der ist halt noch lange nicht irgendwie mal näher. Ich meine, ich kann auch noch nicht expandieren von hier, das geht auch nicht. Aber jetzt machen wir jetzt mal, ich glaube, mal ein bisschen Grün an. Zum doofen Ei habe ich auch noch nicht gebaut. Ey! Was denn du da? Retreat. Defense, so. Brauchen wir noch ein bisschen mehr. Sowas, sowas.
So einen komischen Altar bauen wir auch noch. So, so mag ich das doch. Ich habe meine kleine Armee. Jetzt hier noch so ein Häuschen bauen. Habe hier unten meine Häuschen. Hier geht es jetzt auch langsam vorwärts. Das ist sicher anscheinend vorkämpfen, oder? Target. So, ich würde nämlich mit euch gerne jetzt das hier unten erstmal einnehmen. Das wäre mir nämlich ganz recht, wenn das klappen würde. So. Auch mehr Nahrung. Warum bauen die denn alle Holz ab? Die sollen ja gefälligst. Hier ist auch schon wieder Nahrung bereit zur Ernte. Ja, endlich. Gut, was kostet mich so ein Ding? 75. Ich verteile jetzt hier überall noch so ein paar Dinger. So ein paar Dinger und baue jetzt für das gesamte Geld nochmal Bauer. So. Meine, die Bauern hier, die machen ja auch Exkursionen sonst wohin. Wie sieht es eigentlich hier oben aus bei denen? Ah, die kloppen sich aber auch hier. Auch ganz schön was los. Ja, ich gucke gerade, oh, die Aufnahme läuft noch. Das wäre jetzt so ärgerlich, jetzt wo es ja ganz gut klappt. Aber diesmal, jetzt kommt ja auch eine kleine Armee vom Gegner. So. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal wieder auf Grün gehen. Ja, der ist noch hier. Hier ist noch auf Grün. Ja, gute Verteidigung, mal easy peasy. Und dann könnten wir jetzt, gut, Attack ist eingestellt. Hey. Der hat hier einen ganz schönen Expansionsdrang, der Kollege. So, und hier würde ich aber ganz gerne. Genau, ihr greift da unten noch den Rest an. Das funktioniert doch sogar mal. Und. Dann gucken wir mit ein paar mehr Feldern. Jetzt kommt noch ein bisschen mehr Geld rein. Ich würde nämlich dann gerne irgendwie so ein bisschen mehr Kavallerie bauen, aber dafür würde ich erstmal das Geld an. Kann ja nämlich wirklich, also man kann ja nicht wirklich was befehligen. Okay. Das ist was? 1, 2, 3. Und hier ist das Gebäude. 1, 2, 3. Und Town Center. Wir versuchen uns das Gebiet jetzt hier zu schnappen. Town Center, Tower. Tower. So, und wenn wir nämlich denen sagen, Attack Green, laufen die nämlich gleich wieder los und kaufen mir definitiv Zeit. Weil so viel hat Grün gerade nicht. Die können jetzt ruhig mal Grün angreifen. Dann kann ich hier mein neues Stadtzentrum bauen. Das ist jetzt nämlich fertig. Man kann hier auch noch Bauern bauen. Baue gleich hier noch sowas und sowas. Und sowas. Sehr schön. Und hier oben sind sie nämlich immer noch am Kämpfen hier mit den, ich nenne sie jetzt mal Banditen. Weil hier oben ist jetzt gleich einer weg. Der ist gleich weg vom Fenster. Ja, ziemlich viel hier. Da müssen wir dann auch aufpassen. Der wird dann irgendwann auch wahrscheinlich einen Angriff machen. Ich würde tatsächlich hier schon mal anfangen, mich hier ein bisschen abzugrenzen. Weil ich habe die Kohle, ich habe die Arbeiter, glaube ich zumindest aktuell dafür. Dass ich sagen kann, ich kann hier ein bisschen in Verteidigung investieren. So, ich kaufe jetzt mal so einen Helden hier. Und wir investieren jetzt mal ein bisschen. So. Weil, guck mal, die bauen nämlich die Ressourcen ab und müssen dann nämlich auch immer weiter laufen. Ich meine, die Goldminen, die haben immer relativ viel Gold, so wie es aussieht. So, das ist schön, dass ich jetzt schon mal hier bin. Oder kann ich ja theoretisch. Ach nee, weiter vorne kann ich gar nichts bauen. So, aber ihr greift jetzt den an. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch sehr gut aus. Ey, was war denn hier gerade? Das ist ja. Nee, der heilt sich ja. Kommen die vielleicht ab und zu zurück, um sich zu heilen? Ich überleg gerade, ob ich hier in die Mitte, ob ich hier versuche, in die Mitte zu expandieren. Gucken, ob das klappt. Ach, hier ist mein. Das ist mein großer Held hier. Das ist doch dicker. Genau, hier unten, die können den Rest abarbeiten, da brauche ich dann eigentlich nichts Neues. Das ist auch nicht gut. So,
ziehen. Verteidigen. Da kommt gerade einiges. Ist das ein Gegner eigentlich? Na gut, wir haben ja genug Produktionsmöglichkeiten von den Bürger. Wir sollten aber vielleicht drüber nachdenken, noch eine zweite Attacke zu bauen. Das ist, glaube ich, sinnig, dass ich einfach schneller produzieren kann. Ich meine, wir haben hier unten die ja auch noch. Aber dass ich hier oben auch mehr produzieren kann. So, aber... Ja gut, jetzt greift er erstmal da an. Das Ding ist, ab jetzt kommt dann auch der zu mir rübergelaufen. Brauchen wir erstmal einen Bürger. Die arbeiten jetzt alle fein hier drüben. Oh, die laufen jetzt aber weit vor. Wird schon schief gehen. So. Ha, das hat funktioniert. Sehr geil. Hab ich mir gar nicht mehr dran gedacht. Erstmal hier die Außengrenzen sichern. Wieder so ein bisschen Häuschen. Eine Baracke, dass ich mal da produzieren kann. Was ist eigentlich mit meinen Jungs los? Ich meine, es ist ja geil, was ihr gerade macht. Finde ich gut. Aber wie kam das jetzt? So, und jetzt würde ich gerne eine Reiterei bauen. Drei davon. Und vier jeweils. Vier. Einheitenlimit oder sowas sollte ja kein Problem sein, wie es aussieht. Das Problem ist nämlich, jetzt ist nämlich hier quasi meine Army tot. Das habe ich mir nämlich schon fast gedacht, dass sowas hier passiert. Das habe ich mir schon fast gedacht. Meine Kohle haben wir erstmal ohne Ende jetzt. Ich glaube, das muss man ja auch relativ aggressiv spielen tatsächlich. So, jetzt haben wir nämlich angegriffen. Jetzt würde ich gerne, dass ihr grün angreift. Und die sollten sich verteidigen können. Hoffe ich mal. Weil unser Problem wird langsam wieder Leben. So, die können wir doch hier auch. Ja. Attack. Choose Target. Ist da noch ein Gegner? Ich habe gar keinen Gegner mehr. Ich kann euch doch mit hier hochschicken. Aber ich möchte, dass ihr gerne hier... Das muss doch irgendwie denen zu sagen sein hier. Baut mal bitte. Ich meine, ich habe genug, ich kann hier einfach neue Felder bauen. Sein, dass es immer nur die aus der jeweiligen Bude machen. Jetzt habe ich nämlich welche gebaut und jetzt wird hier wieder fleißig abgebaut. Oh. Das war wieder kontraproduktiv. Okay, weil wir brauchen jetzt auch Einheit. Ich gehe mal bitte da hoch. Wäre cool, wenn ich das nicht verlieren würde, das wird aber nicht funktionieren. Hier noch was bauen. Oh, ich war so gut dabei, ressourcentechnisch. Ich meine, das Einzige, was ich hier noch ich ohne Ende bauen kann, sind diese Türme. Ich baue ja auch schon wieder neue Bauern. Das ist jetzt nicht so. Aber warum? Ihr solltet doch eigentlich die angreifen, die hier gerade unterwegs sind. Fans. Ich hoffe, die helfen jetzt erstmal. Der ist, glaube ich, gar nicht mehr so das große Problem hier drüben. So, meine Pferdchen sind jetzt. Was baut der denn diese komischen Altäre und. Attack in 20 Sekunden? Wer weiß. Wir bauen jetzt auf jeden Fall hier vorne mehr Army.
Oh, hier unten, das sieht noch gut aus. Da kann ich jetzt auch wieder was hochschicken. Oder angreifen lassen. Ich kann auch mal sagen, hier, geht den mal auf den Sack. Nervt den mal ein bisschen. Gate sollte ja noch reinkommen. Das heißt, ich kann jetzt hier wieder eine Reiterei bauen. Hier muss man auf jeden Fall noch mal Arbeiter bauen. Oh. Wo lauft ihr denn hin? Aber das mit Mass Towers, das funktioniert ganz gut. Baue hier dann noch mal Türme. Türmchen. Und solange wie es noch kann, auch wieder neue Bauern. So, und ihr entdeckt jetzt grün. Grün. Grün ist mein direkter Feind. So, und hier versuchen wir jetzt eine große Armee zu bauen. Ich finde es ja geil, dass das Ding hier irgendwie doch überlebt hat. Viel. Da kommt richtig viel. Wenn es dann später auch vielleicht noch ein paar andere Einheiten gibt in dem Spiel, stelle ich mir das schon ganz geil vor. Oh, oh. Defense. Ich wollte doch jetzt gerade anfangen, hier eine Armee zu bauen. Ach, ja. Das kommt von allen Seiten hier. Ihr müsst da einen Entlastungsangriff machen. Aber hey, ich lebe hier unten noch. Und jetzt gehen, da gehen wir jetzt hier voll. Genau, ihr geht auf grün. Ihr kämpft hier oben weiter, dass hier sowas kaputt gemacht wird. Ich muss einfach weiter locker bauen. Also es ist doch mit mehr Multitasking verbunden, das Spiel, als wir gedacht. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Also wirklich nicht. Das ist so komplett an mir vorbeigegangen. Scheiße. Weil ich kämpfe ja mittlerweile auch hier an allen Fronten bei ihm. Hier muss ich auch wieder ein paar Einheiten bauen. Vielleicht ein paar zu viele gewesen. Aber ihr müsst euch hier verteidigen, bitte. Defense. Defense, please. So. Das große Problem tatsächlich ist weiterhin nach. Also mein Wall of Türmchen funktioniert ja echt ganz gut. Ich versuche jetzt hier drüben mal mehr Nahrung zu produzieren, dass ich hier mehr Einheiten bauen kann. Dann machen wir das halt mit ganz vielen Türmchen. Ja, auch kein einziges Feld. Muss ja auch unbedingt wieder Felder bauen. 3, 4, 6, so. Die müssten 3-5 sein hier oben. Bogenschützen bauen. Aber die laufen hier halt, die killen halt die ganze Zeit meine Arbeiter. Das ist halt schon echt nervig. Aber der verliert halt auch ohne Ende Einheiten. Aber was ich gut finde, da kommt jetzt schon wieder so eine Kavallerie-Armee. Ich habe hier meine ganzen Bogenschützen. Na gut, dann soll er sich ganz ehrlich, dann soll er sich da oben erstmal verausgaben. Die müssten jetzt hier mich eigentlich verteidigen. Genau, machen sie auch. Also ich könnte versuchen hier, aber ich brauche hier nicht großartig zuzubauen, weil das Einzige, was ich hier noch produzieren kann, ist Nahrung. Ich
muss dann irgendwie weiter expandieren. Bevor die Karte outmined ist. Weil der fängt jetzt schon an, hier mit abzubauen. Ich würde gerne hier noch ein Barracks bauen. Ich würde gerne hier noch irgendwie so 1, 2, 12 und 30 Türmchen bauen. Und dann mal nochmal eine richtig große Armee. Ich habe das Gefühl, die sind auch echt gut hier. Vielleicht komme ich ja doch mit den Healern irgendwie ein bisschen klar. Ich glaube tatsächlich, ich muss jetzt mal wieder einen Attack starten, aber auf den. Ach, die drehen ich nochmal um, nachdem er einmal den Befehl gegeben hat. Das ist natürlich doof. Das wollte ich nicht, so sollte hier oben den angreifen. Aber meine Türmchen machen einen ganz guten Job. Ich muss hier schon wieder Bürger nachbauen. Genau, ganz gut Bürger nachbauen. Hier ist jetzt gleich meine große Armee fertig. Weil hier unten, den brauche ich eigentlich gerade nicht anzugreifen. Das macht eigentlich relativ wenig Sinn. Hier muss ich angreifen. Hier oben das Gebiet sichern. Ja gut. Gut, wenn ich jetzt hier nochmal 1, 2 baue, die müssten dann ja da arbeiten. Was eigentlich mit denen hier oben? Der hat auch ein Riesenreich mittlerweile. Okay. Ist hier noch welche bauen? Noch ein bisschen was bauen. Ich versuche jetzt mal eine große Armee zusammenzubekommen, um hier drüben irgendwie eine Entscheidung herbeizuführen. Ich meine, der kann es ja jederzeit zurückziehen. Kann hier oben noch richtig viel bauen. Der expandiert ja auch immer weiter, der Wechsel. Bloß ich kann ja gar keinen. Hier kann ich noch sowas bauen. Ob bringt es das? Das ist die Frage. Was ist denn hier mit den. Soll ich einfach hier mal ein paar Helden bauen? Ich merke auch gerade langsam wird mein Gold knapp. Ich muss jetzt angreifen. Ich muss vorher auswählen. Ich möchte, dass ihr da angreift. Warum die jetzt grün angreifen, verstehe ich zwar nicht. Weil ich brauche eigentlich das Gold da. Also meine Goldminen alle leer. Das Einzige, was ich dann nämlich noch bauen kann, tatsächlich ist massiv viele Bürger und Türme. Da oben ist noch Gold. Das muss ich irgendwie sichern. Ich habe hier aktuell nichts, was nicht Gold kostet. Ich habe jetzt mal die dicken Helden hier auf dem Schlachtfeld. Es ist ja schön, dass meine Armee jetzt hier drüben gerade viel kaputt macht. Es ist wirklich wunderschön, aber das bringt mir gar nichts. Wo ist denn noch? Das würde mich nämlich mal interessieren. Bei welcher Burg hier noch grün drin ist. Eigentlich nirgendwo. Huch, wo ist denn jetzt her? Wollen die nicht gerade noch Gold? Ich meine, ich habe wieder ein bisschen Gold. Die werden ein bisschen durchmarschiert sein. Es gibt aber auch kaum noch Gold auf der Karte, davon abgesehen. Also wird das Finale dann mit Mast, Türmen und Bauern ausgetragen oder so. Weil ohne Gold ist ja nichts mit Einheiten bauen.
So, ja, selbst die doofen Türme kosten ja Gold. Town Center kosten kein Gold, aber ich sehe hier nirgendwo auf der Karte mehr Gold. Also heißt es doch aber im Umkehrschluss, ich müsste jetzt theoretisch irgendwie einfach einen Angriff aushalten. Ich baue jetzt hier Mastbürger erstmal, weil da ist lieber mein Geld erstmal in kämpfenden Arbeitern angelegt. Weil der ist kaputt. Der macht ja ganz gemütlich. Aber ich habe das Gefühl, selbst wenn ich jetzt hier Erfolg habe, das artet hier nämlich ganz schön aus. Selbst wenn ich jetzt hier Erfolg habe, hier oben, der hat so massiv viel. Ich meine, der Witz ist ja, dadurch, dass du Nahrung immer bekommst, also Burger kannst du tatsächlich immer bauen. Die Frage ist, habe ich jetzt schon alles, um hier nochmal einen Angriff zu starten? Ich habe keine Ahnung, wann hier das nächste Gold reinkommen könnte. Keinen blassen Schimmer. So, wir brauchen jetzt überall das und wir brauchen jetzt überall noch mal hier so ein paar Felderchen. Weil die sind mittlerweile auch aufgebraucht wieder. Dass sie nicht alle werden, bevor uns das Holz ausgeht. Das Problem ist gerade, der fängt jetzt hier an. Der kommt jetzt hier ständig mit seinen Einheiten. Und die sind echt gut. Da kommt echt viel. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich den angreifen. Guck mal, was da jetzt kommt hier. Das Problem ist halt, die laufen dann halt durch. Das ist so richtig, richtig funktioniert das hier noch nicht, wie das funktionieren soll, denke ich mal. Ja, und die kosten hier halt auch alle jede Menge Gold. Das bringt nichts, die kann ich mir nicht leisten, schlicht und ergreifend. Ich kann wirklich nur versuchen, auf massivst viele Arbeiter zu gehen. Die ja auch kämpfen, mehr oder weniger. Wobei die anderen ja nicht mehr viel haben können. So, meine, jetzt ist halt meine Armee hier oben. Rennt gegen Türme. Gut, dass sie welche erstmal nicht halten können. Aber es gibt halt auch nirgendwo mehr irgendwas. Gold ist überall dann alle. Wenn ich mir das angucke, hier Rot hat Nahrung ohne Ende. Rosa hat halt noch eine große Armee. So, davon ist mal eingeblendet. Das ist das Problem. Die Frage ist die Armee stark genug, um mich hier zu besiegen? Weil ich kann jetzt hier erstmal wieder neue Bürger bauen und das brauche ich auch. Kann ich hier den Defense Mode nochmal ausrufen? Ja. Jetzt kommen hier auch Gegner. Ich glaube, der hat halt noch ganz schön viel Gold. Der kann nochmal etliche Einheiten bauen. Ich kann jetzt hier auf jeden Fall wieder Bürger bauen. Und könnte sogar noch mal versuchen, hier nicht neue Häuser, neue sowas zu bauen. Vielleicht kriege ich irgendwie noch mal, könnte sogar hier noch mal ein Backup bauen. Okay, also halten wir mal fest. Kriegt der noch Gold rein? Nee. Kein Gold mehr rein. Ich glaube, der kommt jetzt auch mit seinen letzten Einheiten. Dann ist halt die Frage. Geht das, dass ich dann einfach riesengroße Armee Bauern baue? Weil das Problem ist teilweise, also meine Bauern bauen natürlich meine Nahrungsmittel, ja. Aber die rennen halt auch zum einzig verbliebenen Holz. Und das ist nun mal langsam dort. Deswegen will ich ja nach Möglichkeit hier noch ein bisschen hoch expandieren. Ich weiß ja nicht, die Dinger schießen ja leider nicht. Leider. Hm.
Holz habe ich auf jeden Fall wie Sand am Meer. Aber, ja gut, Mauern kann ich halt. Ich kann halt. Das könnte ich machen, warte mal. Das mache ich auch. Ich baue mich hier ein bisschen zu. In meine Türme. Weil der wird immer wieder da dran rennen. So, jetzt brauche ich aber neue Bau. Weil ich habe jetzt auch nicht mehr so viele Einheiten. Neue Bauern. Hier ein paar Bauern. Hier ein paar Bauern. Und bitte hier sowas bauen. Ach, wisst ihr, da habe ich nicht dran gedacht. Ich habe wieder noch gebaut. Da kommen jetzt noch mal eine ganze Menge Bogenschützen. Ich kann mir aber vorstellen, wenn die dann weg sind. Zieht sich sogar zurück. Gedacht. Hier steht ja provides water for plants. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass die Pflanzen wieder aufgebaut werden, wenn ich hier ein paar Brunnen hinbaue. Das wäre halt lustig. So, jetzt haben die ja nämlich schon mal weitere Laufwege, weil der macht jetzt immer so viele Bauern von mir kaputt. Sollst du doch gar nicht. Soll doch nicht meine ganzen Bauern kaputt machen. Meine Grün ist ja nicht mehr, die haben ja unten noch einen Turm. Oh, jetzt kommt er ja. Meine paar verdienten Bogenschützen tun, was sie können. Noch mal zur Verteidigung rufen, aber da wird nicht mehr viel kommen, oder Bauer. Ich bin gespannt. Aber warum hat denn der Grüne noch 900 Gold? Aber keinen. Ich glaube, nur noch ganz wenige Bauern. Und ich glaube, der hat in keinem Gebiet mehr von seinen Dingern Nahrung. Das ist, glaube ich, bei ihm das Problem. Ja. Also ganz schön viele Faktoren, die man hier bedenken muss. Ich meine, ich habe dann auch noch ein paar Einheiten, aber ich kann ja schlecht hier rein crashen. Das würde mich tatsächlich interessieren, was man da noch so machen kann. Ich meine, wir haben jetzt hier wieder ein bisschen was zerstört. Hier kann ich keinen Town Center bauen. Ich könnte versuchen, hier drüben den Rest noch kaputt zu machen. Da ist Gold drin. Das kriege ich doch niemals. Das sind die ganzen Türme und der versucht nämlich dahin zu kommen. Aber ja gut, Rot ist auch gleich weg vom Fenster. Aber Construction. Hier ist ja auch noch, aber der ist leer. Der Schatz ist leider leer. Ich bin tatsächlich noch ein bisschen ratlos, wie ich das Ganze noch schaffen könnte. Meine Bogenschützen werden jetzt auch langsam weniger. Ich meine, ich habe jetzt hier oben theoretisch, sobald der hier nichts mehr hat, die Möglichkeit, aggressiv mit meinen Bauern weiter zu expandieren. Und das probieren wir jetzt auch. Ich bräuchte halt einen Handelsposten. Ich glaube, wenn es einen Handelsposten gäbe und wenn ich 3000 für jeweils 1000 Gold ausgeben könnte, dann würde ich gewinnen. Dann könnte ich jetzt eine Army bauen und könnte den Rest platt machen. So. Hätte auch noch einiges an Soldaten. Wie kann ich ihn ja maximal in die Baudingsbums packen? Habe ich noch Einheiten, wenn ich hier zur Verteidigung rufe? Ja, da rennen noch mal welche hoch. Okay.
erstmal weiter Einheiten bauen. Selbst wenn die nur einen Schuss drauf abgeben, ist es egal. Oh, der hat noch ganz schön viele. Oh, ich farm noch mal Holz ohne Ende. Ich muss hier unten jetzt wieder ein bisschen. Das darf ich nicht vernachlässigen. Ein bisschen Nahrung anbauen. Das darf ich auf keinen Fall vernachlässigen. Aber das reicht nicht. Also, das kann ich nicht halten. Hier kann ich eigentlich abbrechen. Das geht, glaube ich, gar nicht. So, der nächste Bogenschütze von denen ist weg. Nur durch Bauern. Aber ich habe doch hier unten noch, wenn ich jetzt hier nochmal zur Verteidigung rufe, können die wieder hoch. Okay. Hm. Der hat halt echt noch. Der hat. Ja, Dr. Grünling hat bei euch nur noch eine Goldmine gehabt. Nochmal ordentlich Gold bekommen. Verrückt. Ich sehe jetzt hier alle. Das wäre ja witzig, weil dann könnten wir jetzt hier. Ah, nee, da ist. Nee. Abbrechen? Will ich abbrechen. So. Ich meine 10 Stück 500. Also ich kann hier 40 Arbeiter noch bauen, wenn ich das will. Der kann halt immer noch Bogenschützen bauen hier. Die Nummer 8. Oder irgendwas anderes. Der hat halt immer noch ein bisschen Gold. Der hier auch noch so eine Gold-Location. Also der kriegt auch immer mal noch ein bisschen. Ich mit meinen Massarbeitern. In Werke welche Special Tactics. Das ist eine ganz schöne Armee, die der da hat. Auch ein bisschen auf den Sack. Rot hat noch eine Einheit. Ich habe halt noch am meisten Einheiten, aber es sind halt nun mal auch alles nur Bauern. Aber ich kill gerade wieder ziemlich viele. Da macht es halt die Masse schlicht und einfach von denen hier. Und da könnten wir uns jetzt hier wieder überlegen, ob ich hier nicht ein bisschen einfach einbauen. Einfach so ein bisschen so eine Wohlfühlzone schaffen. So, ihr hinten seid ja dafür da. Und jetzt greifen meine Bauern nämlich auch an. Das ist hier noch ein ganz gefährlicher Haufen. Aber ansonsten, wenn ich es schaffe, genug. Weil hier liegt überall noch Nahrung. Hier können überall meine Bauern noch Nahrung abbauen. Ich darf es halt nicht vernachlässigen, hier immer wieder neue Nahrung zu bauen. Erstmal die annehme ich hier, das dachte ich mir schon. So, zur Defense Route. Ich habe ja hier noch gesagt. So ein paar Verteidiger, Bogenschützen. Die können auch mal ordentlich Schaden machen, hier bevor sie sterben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr schön. Und nochmal schießen. Ah, schade. Aber ich glaube, die Festung fällt jetzt doch. Boah, der hat nicht mehr so viel jetzt da. Die Frage ist halt, was macht hier Grün? Weil Grün hat immer noch die Möglichkeit, hier ständig irgendwie reinzuknallen. Und ich sag mal theoretisch, der braucht nur Holz. Das verstehe ich halt nicht, warum der das nicht hinkriegt, dass hier Holz abbauen. Meine Türme hier sind so unglaublich wichtig gegen den. Das Doofe ist jetzt natürlich, es ist da erstmal wieder alles weg. Ich müsste jetzt nochmal versuchen, irgendwo Fuß zu fassen. Da zum Beispiel. Noch eine Stelle. Das ist alles abgeholzt. Es ist dann halt wirklich nur noch da oben. Das ist, wenn ich Rollsfreie Sachen versuche da zu bauen. Ich habe doch eh nichts zu verlieren. Und hier bauen wir jetzt wieder eine Armee Bauern. Ich will auf 25 Bauern runter, obwohl ich ja die ganze Zeit Bauern baue. Meine Damage machen die. Wieder ein Soldat weniger.
meine, das Doofe ist halt auch, du kannst sie nicht steuern. Aber mal gucken, wie viele Bauern ich hier für so einen Ritter brauche. Im Wahnsinn. Aber wieder einer weniger. Aber er hat wieder 150 Fuß gehabt, er hat wieder eingebaut. Hab ich genau gesehen. Das ist ein Bauer gewesen, das ist sehr gut. Also ich glaube, so soll man das Spiel eigentlich nicht spielen, aber das ist mir sowas von egal. Oh, das klappt. Das klappt, das ist gut. Lass mal hier zurückziehen. Nahrung. Nahrung produzieren und Holz da unten. Was anderes sollt ihr gar nicht machen. Nahrung und Holz. Und der kloppt sich jetzt hier gerade. Das ist sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Ich habe noch 2500 Nahrung. Hier kommt, hier wächst neue Nahrung nach. Es sollte dann also auch wieder neue Nahrung geben. Die ist so schnell nachgebaut. Ich brauche wirklich so eine Riesenarmee. Vielleicht kann ich einfach hier unten jetzt eine richtig dicke Armee Bauern bauen. Muss ich die auch hier so ein bisschen beschäftigen, indem ich sage, hier Häuschen bauen. Noch viel mehr Felder bauen, dass die hier unten bleiben, solange wie die gebaut werden. Dass ich da so einen richtigen dicken Blob Bauern habe. Und dann vielleicht daran kommen. Ich habe ja was, das 40 kostet. Könnte ich dann theoretisch nochmal 5 oder 6 Soldaten sogar bauen. Das wäre natürlich gar nicht mal so schlecht. Weil ich mit diesen einzelnen Bauernangriffen, da kommst du halt nicht weit. Ja, wenn die jetzt so als geschlossene Einheit auftreten, das könnte hier der Winning Move werden. Hier war das Wasser auch ganz wichtig. Brauchen wir mal ein bisschen Wasser, weil wir kriegen jetzt hier ohne Ende Holz. Holz spielt hier jetzt also gar keine Probleme. Der riecht im Braten. Ich sage Defense. Warum greift meine doofen Bürger nicht an? Ich baue hier gerade eine riesengroße Armee. Jetzt greift sie an. Sehr schön. Komm, die kriegt er. Sehr schön. Der ist weg, der ist weg. 12 Krieger hat halt grün noch. Das muss ich hier noch ein bisschen Verteidigung bauen. Verteidigungsbauern. Bitte agiert hier weiter als großer Block. So, das Stückchen hier ist gleich abgeholzt. Wenn ich jetzt hier meinen Town Center baue, dann sollte ich das Gold abernten können hier. Gold, Holz, Nahrung. Okay, Holz, Nahrung ist jetzt nicht so wichtig, aber das Gold. Und dann muss ich mir ganz genau überlegen. Er wirft gerade noch mal Einheiten weg. Aber der kann immer wieder welche. Oh, Shock Archer kosten noch 30 Gold pro Stück, ja. Aber der hat immer noch ein Goldeinkommen. Wo hat denn der noch ein Goldeinkommen? Diese Dinger. Das sind diese scheiß Dinger. Der hat eine Art unendlichen Bogenschützen-Spawn. Was ist denn das? Warte mal, die Dinger kann ich bauen. Ich habe genug Kohle. Wollte er hier wieder runterkommen mit seinem Bogenschützen. Und ich fände es ja auch ganz toll. Aber es ist nicht das, was der hat.
Alter. Der hat ja aber solche komischen Dinger. Weil der hat schon wieder 10 Krieger und der andere hat auch schon wieder 60 Krieger. Was ich nicht so ganz verstehe. So, ich muss jetzt hier unten einfach kiloweise Bauern produzieren schon mal. Aber Under Construction, na gut, das war sowas. Der ist größere Gefahr. Ich meine, ich habe ja jetzt hier ganz viele solche Kollegen. Aber warum? Jetzt geht er. Gehen die denn da nicht hin? Ja gut, ist halt noch eine Beta. Ich weiß nicht, eine Beta ist eine Demo. Klappt auch mal was nicht. Ich muss hier meine Armee weiterbauen. Ah, nicht das Spiel minimieren. So, dann würde ich gerne hier noch ein Town Center bauen. Könnt ihr die Felder mit nutzen. Wäre schön, wie er sich da auch jetzt Sachen schnappt. Aber es ist natürlich so typisch, dass die irgendwie einen Einheiten-Spawn haben. Ich meine, der Typ ist jetzt runter auf 10 Einheiten. Ich habe jetzt hier auch gebaut ohne Ende. Ich würde jetzt auch ganz gerne nochmal irgendwie Felder bauen. Da ist über eine Stunde, aber ich kann das ja jetzt ja nicht aufgeben. Ja, das geht ja nicht. So, Felder. Damit ist schon mal Nahrung gesichert. Und hier das gleiche. Bauen, 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 bauen. Felder bauen, bauen. Bauen. Ich habe noch genug Holz. Ich mache das Spiel wieder einen Turm weg. Und jetzt zerstört dieses Scheißding dann. Das Ding ist, ich muss mich wirklich vorarbeiten, damit die das angreifen. Geht nicht anders. Bauen, 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 bauen. Bauen, bauen, bauen. Und bauen, 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 bauen. So, und Stück für Stück kloppen wir uns hier durch. Und dann könnten wir eigentlich hier auch nochmal bauen, bauen, bauen. Einheitencap. Ah, Gott, es gibt auch noch einen Einheitencap. Da hat er doch hundertprozentig hier irgendwo auch so einen dummen Altar stehen. Das ist so, ja, sowas. Alle paar Sekunden kommt da automatisch so eine Unit raus. Ich hab sowas nicht. Nö. Nee. Wie auch immer man sowas baut. Warum greift ihr nicht an oder nur so halbherzig? Können die gerade nicht angreifen, wenn sie gerade was getragen haben oder? Wie soll ich das verstehen? Das wäre natürlich witzig, wenn man hier so Altäre bauen könnte, die dann quasi dauerhafte Produktion darstellen. Und dagegen habe ich keine Chance, selbst wenn 70 Arbeitern. Meine, ich weiß nicht, wie viel Holz hier noch ist. Ist jetzt die Frage, weil die haben ja alle noch genug Holz auch. Ich muss das jetzt mal beobachten. Hier oben ist da noch Holz, ob das runter geht. So wieder was zerstört. Solange wie ich noch kämpfen kann, kann ich noch kämpfen. Vielleicht finde ich ja doch noch eine Lösung für das Problem. Jetzt bauen wir immer noch welche, weil die, also nur dass wir warten, bis das stirbt. Bauen wir jetzt erstmal die Nahrungskette da. Ich kann aber auch nichts verkaufen oder sowas. Das geht alles nicht. Ich habe halt wirklich nur einen Bauer. Die machen das nicht schlecht dafür, dass es Bauern sind.
Und langsam habe ich jetzt auch den Dreh raus, wie ich noch genug Nahrung habe. Also ich kann das jetzt noch durchziehen. Das ziehen wir auch durch, oder? Das guckt sich eh keine Sau an, das ist mir egal. Also solltet ihr das bis diesen Punkt hier schauen. Riesen Respekt, riesengroßen Respekt. Ich hoffe nur, dass die Aufnahme stürzt nicht ab. Wobei ich sag schon mal, für den der Fälle sollte die Aufnahme doch aus irgendeinem Grund abstürzen. Richtig geil, dass ich es bis hierher geschafft habe. Wahrscheinlich bei mir eher Festplatte voll Aufnahmestopp. So, jetzt sind wir wieder auf 80 runter. Jetzt können wir wieder was bauen. Können wir hier unten noch eine bauen? Hier müssen wir erstmal wieder so Kornkammer der Nation. Hier wird erstmal jetzt wieder sowas gebaut. So. Jetzt sind wir sogar gleich auf. So, ich kann noch ein paar hundert Bauern, kann ich noch bauen. Dadurch, dass jetzt hier oben gerade der Angriff läuft, quasi, bauen wir da weiter. Was mich natürlich ein bisschen nervt, sind die Bogenschützen, die hier von oben immer runtergelatscht kommen. Er hat halt hier noch Holz, also geht halt hier hoch zum Holz abhacken. So, die Frage ist, wie erfolgreich ist mein Angriff? Hat er hier sogar schon irgendwelche Kamelreiter wieder? Das ist doch nicht normal. Der braucht halt nur Nahrung. Das ist halt alles, was er benötigt. Hier, dieser Grüne. Und ich habe das Gefühl, immer bis so ein Bauer hier, wenn man sich das mal anguckt, die wollen halt eigentlich zu diesem Baum. Ja gut, aber das kann ich hier umändern, wie ich will. Oder wenn ich jetzt sage, von dem in der Nähe, dann geht es bitte alle da hoch. So, jetzt sind wir erstmal auf 30 runter. Das heißt, wenn ich jetzt einfach... Oh, ich habe hier aufgepasst. Das ist natürlich doof. Weil das gleiche Spielchen kann ich hier unten auch nochmal machen. Ich habe noch Geld. Hier macht es Sinn einzubauen. Hier macht es Sinn einzubauen. Halt hier, ich habe jetzt einen Turm, habe ich jetzt weg. Einen. Muss ich mal überlegen. Das Ding ist, ich brauche hier eigentlich auch welche, weil die kommen hier nämlich die ganze Zeit an und wollen mein Getreide wahrscheinlich. So, hier haben wir es erstmal gesät. Wieso? Wieso gehört Ihnen jetzt der... Hä? Muss man irgendwelche speziellen Gebäude im Radius davon haben? Das hätte ich jetzt gerne gewusst. Na klar, der hat Gold bekommen. Mal hier eine große Armee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich sehe gerade was. Der hat Gold bekommen. Ja, natürlich. Na klar. Heiler hat er auch dabei. Schade. Oh, ich hätte auch ganz so eine automatische Einheitenproduktion gehabt. Aber das Unit Cap ist halt mein Problem auch. Okay, ich dachte, das dauert hier noch 2 Stunden, aber ich glaube, das war's gleich. Ja. Die zwei machen das unter sich aus. Schade, schade. Damit sind wir quasi Platz 3 geworden. Ah, gut. Okay, der hat jetzt hier ein Altar gebaut und kriegt die jetzt gerade wieder. Also muss man die Altäre in der Nähe von diesen Schätzen bauen. Jetzt sag aber nicht, wenn ich... Habe ich noch ein paar Einheiten? Das will ich jetzt wissen. Was kann man da in der Nähe bauen? Sowas. Das will ich jetzt wissen. Habe ich... Nee, sowas. Ich wollte doch hier so einen doofen Altar bauen. Das will ich jetzt wissen. Wenn mir dieser Altar
jetzt hier. Ja, es ist meins. Was zur Hölle? Okay. Ach, ich habe sogar wieder Soldaten. Kommt jetzt automatisch? Anscheinend. Ja, gut, aber nützt mir jetzt nichts mehr. Ach, Mensch. Also das Ding hätte permanent laufen können. Das Ding hätte mir gehören können, inklusive des ganzen Goldes und des ganzen anderen Krams, was da so drin ist. Die Dinger füllen sich auch wieder auf. Okay. Bitte. Ich spiele jetzt nicht noch eine Runde. Nein, ganz bestimmt nicht. Aber ich weiß Bescheid. Okay. Mit dieser Hintergrundinformation sieht das Ganze natürlich ganz anders aus. So, der hat halt eine Produktion. Dann hat er hier noch die Produktion. Das heißt, zwei Einheiten alle paar Sekunden. Er hat hier noch einen Schatz, den er nicht mal aktiviert hat, der alle x Sekunden reinkommt. Der Typ hat hier einen Schatz. Und hier die Spawn Location und zwei Spawn Locations. Na gut, er hat aktuell zwei Schätze, wenn du es so nimmst. Krass. Okay. Naja, halb so wild. Dagegen kommen wir jetzt eh nicht mehr an, weil die haben unendliches Einkommen. Das erklärt aber auch, wie diese Spiele zu Ende kommen können, gehen können. Weil ich habe gerade überlegt, ob ich es irgendwie schaffen könnte, doch noch umzuswitchen, während die sich betteln und das Ding einzunehmen. Aber selbst wenn ich die Location hätte, damit gewinne ich keinen Krieg mehr. Aber okay, damit ist die Frage geklärt, wie dieses Spiel denn endet. Das ist interessant. Das ist wirklich interessant. Oh Gott, 1 Stunde 12 Minuten. Aber das Spiel gefällt mir. Das Spiel gefällt mir richtig gut. Und wenn man das vielleicht noch im Multiplayer spielen kann, dann macht es, glaube ich, richtig Spaß. Natürlich, vielleicht muss noch ein bisschen am Balancing gearbeitet werden, etc. Aber im Grunde genommen schon mal eine sehr lustige Angelegenheit. Mich würde ja tatsächlich noch interessieren, wer jetzt hier gewinnt, aber das tue ich mir nicht mehr an. Ja, da hat er jetzt hier unten auch die Produktion. Alle 15 oder 20 Sekunden. Hier gab es gerade wieder, das ist wieder, gab es gerade wieder fleißig Geld. Und die laufen ja hier immer hin und her. Sammeln die dann das einfach von da ein? Sieht so aus, gell? Läuft hier hin? Ne, der baut hier. Ah! Der baut hier unten Verteidigung. Gleiches Prinzip hat er hier gemacht. Hier ist noch eine Goldmine. Oder er hat keine Bauern in der Nähe. Aber hier ist auch so ein Schatz. Aber nach dem, was ich sehe, würde ich tatsächlich sagen, meiner Meinung nach sollte Rosa ein Ticken stärker sein. Rosa kriegt halt immer diese Haufen an Bogenschützen. Und die machen schon ganz gut Schaden. Weil die Reiter halt echt stark sind. Also das muss man auch mal lassen. Ja, wer weiß. Ich würde sagen, wir haben dieses Spiel jetzt ausgiebig getestet. Kann man, glaube ich, so sagen. Es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, eine der coolsten Demos seit lange. Seit lang. Kann schon nicht mehr reden. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Demo Donnerstag. Tschüss.